Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen wieder gemeinsam einen Blick in die Zukunft und schauen uns spannende Neuerscheinungen im Juni an. Und es ist kaum vorstellbar, dass dann tatsächlich schon das erste Halbjahr irgendwie endet. Und aber noch sind wir ja im Mai. Wir genießen den Frühlingsmonat Mai, der hoffentlich sich dann auch ein bisschen frühlingshafter verhält. Gefühlt war ja der Anfang des Mais tatsächlich eher ein bisschen durchwachsene. Und ich habe 4 spannende Neuerscheinungen gefunden. Tatsächlich ist der Juni, ich glaube auch tatsächlich dann mit dem Juli, wenn ich mich nicht täusche, so ein relativ ruhiger Monat, was das angeht. Zudem habe ich auch bemerkt, dass 2 Neuerscheinungen, die für Juni angekündigt waren, jetzt verschoben wurden. Dementsprechend stelle ich sie jetzt auch nicht vor und packe sie in den Monat, wenn sie denn wirklich kommen. Und es ist so gefühlt alles ein bisschen dabei, besonders 2 Bücher von Autoren, wo ich mich besonders freue, beziehungsweise 3 Autoren, die ich schon kenne. Aber wir fangen an mit dem ersten Buch, was am 2. Juni erscheint, Ein Wort, um dich zu retten, von Guillaume Musso. Ja, Musso und ich haben ja so ein bisschen, so eine On-Off-Beziehung. Es gibt Bücher, die mich total begeistert und geflasht haben. Es gab jetzt gegen Ende hin, ich glaube so im letzten Jahr, aber 2-3 Bücher, die mir gar nicht gefallen haben, wo ich alles viel zu abgedreht und merkwürdig fand. Und dann auch einfach dachte, okay, diese kurze Affäre lassen wir jetzt erstmal sein. Tatsächlich auch im letzten Jahr sind, glaube ich, 2 Bücher erschienen, wo ich nur noch 1, glaube ich, tatsächlich gelesen habe. Das, was dann im Herbst erschienen ist, hat mich nicht so angesprochen. Aber Ein Wort, um dich zu retten, spricht mich wieder mega an. Und ich glaube, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Wir probieren es nochmal zusammen. Und der Klappentext verspricht nämlich richtig cool zu werden. Eine tragische Liebe, ein grausames Verbrechen und eine Wahrheit, die Erlösung oder Verderben sein kann. Guillaume Musso, seit 9 Jahren der meistverkaufte Autor in Frankreich, meldet sich mit einem grandiosen neuen Roman zurück. Seit er vor 20 Jahren von einem Tag auf den anderen aufhörte zu schreiben, lebt der einst gefeierte Schriftsteller Nathan Fawless abgeschieden auf der kleinen Insel Beaumont. Doch die Journalistin Mathilde Monny ist fest entschlossen herauszufinden, warum der Schriftsteller sich damals aus der Öffentlichkeit zurückzog. Kurz nach ihrer Ankunft erschüttert ein grausamer Mord die Insel, die daraufhin abgeriegelt wird. Während eine fieberhafte Jagd nach dem Täter beginnt, entspinnt sich zwischen Mathilde und Nathan eine hitzige Unterredung, in der Stück für Stück die ganze Wahrheit über seine Vergangenheit ans Licht kommt. Und Mathilde entdeckt, dass ein grausames Geheimnis sie beide verbindet. Ich muss sagen, ich liebe Geschichten, die an einem Ort spielen. Ich mag es, wenn Inseln abgeriegelt werden, wenn Räume verschlossen werden, wenn Häuser irgendwie keinen Zugriff mehr haben, keinen Zugang mehr haben. Und ich finde das immer mega faszinierend. Und so glaube ich, dass ich das auch Musso schafft, hier mit dieser Insel, auf der ein Mord passiert, etwas zu zaubern, was einen so ein bisschen eingrenzt in Raum und auch Zeit und dann eben auch die Vergangenheit aufdeckt und das wahrscheinlich wirklich spannend gestaltet. Und ich bin auch sehr gespannt, was die beiden für ein Geheimnis verbindet und bin sehr neugierig, was Musso da zaubert. Das 2. Buch erscheint dann am 9. Juni und ist von John Mars und ist The Passengers. Ja, John Mars ist vielleicht manchen jetzt ein Begriff, weil der im letzten Jahr The One geschrieben hat oder erschienen ist und das ja wirklich einige ganz, ganz toll fanden. Einige, unter anderem auch ich. Ich habe The One absolut gefeiert im letzten Jahr, war für mich wirklich ein Highlight, weil es mal was ganz anderes war, auch von der Zeiterzählung. Ich fand das großartig, die Idee mit dem Perfect Match und was so passiert, wenn man eben sich darauf irgendwie verlässt. Großartiges Buch und dementsprechend habe ich natürlich auch jetzt entgegengefiebert, dass das neue Buch im Juni erscheint, weil das auch wieder sehr spannend und speziell klingt. Und ich hoffe, dass mich John Mars auch ein zweites Mal begeistern kann. Der Klappentext verspricht wieder so manches. Guten Morgen, Claire. Dir dürfte aufgefallen sein, dass du deinen Wagen nicht mehr unter Kontrolle hast. Von diesem Augenblick an bestimme ich deine Route. Das Einzige, was du wissen musst, ist,
dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in 2 Stunden tot sein wirst. Als die hochschwangere Claire Arden diese Worte aus dem Lautsprecher ihres nagelneuen, selbstfahrenden Autos vernimmt, hält sie es zunächst für einen schlechten Scherz. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass sie tatsächlich in ihrem Wagen gefangen ist. Und sie ist nicht die einzige. Noch 7 weitere Passagiere sind in derselben Situation. Die Systeme ihrer Autos wurden geknackt und nun befinden sie sich auf einem fatalen Kollisionskurs. Doch damit nicht genug. Der Hacker streamt das Ganze live im Internet und die Zuschauer entscheiden über Leben und Tod der 8 Passagiere. Oh, das klingt so spannend, innovativ und ja, dass da Zuschauer entscheiden, das kennt man natürlich vielleicht aus dem ein oder anderen Buch, aber ich finde das mega. Diese Vorstellung, dass sich das Auto, was ja sonst selbst fährt, eben gehackt wird, geknackt wird, dass da jemand einfach seinen Schabernack damit treibt und wirklich Leben opfert, um zu zeigen, wie idiotisch es ist, wenn die Autos selbst fahren, zumindest meine Meinung, also ich weiß nicht, ob ich mein Auto, mein Leben, ja, da irgendwie so einer künstlichen Intelligenz anvertrauen möchte. Ich weiß es nicht. Dementsprechend bin ich mega gespannt auf das Buch von John Mars und kann mir auch vorstellen, dass er dieses Thema grandios umsetzt und wirklich innovativ erzählt und spannend macht. Und ich freue mich drauf und bin super, super gespannt. Solltet ihr Infos zu den Büchern irgendwie noch brauchen oder euch auch einfach weitere Infos anschauen, dann guckt auch gerne mal in die Infobox. Da packe ich alle 4 Bücher rein. Wenn ihr euch da vielleicht den Klappentext einfach nochmal durchlesen wollt, findet ihr das hier unten und schaut da einfach mal vorbei. Dann ein Buch, worauf wir gefühlt wahrscheinlich alle schon gewartet haben, denn das Debütbuch der Autorin ist letztes Jahr im Grunde hier auf BookTube viral gegangen. Denn es geht um die Autorin von Love to Share, Beth O'Leary. Und jetzt kommt nun endlich ihr 2. Buch, Time to Love, Tausche altes Leben gegen neue Liebe. Das Buch erscheint ebenfalls am 9. Juni und ich bin mega, mega gespannt. Ich wollte mich sogar erst weigern, den Klappentext durchzulesen, weil ich einfach ganz ohne vorher irgendwas zu wissen in diese Geschichte gehen wollte. Aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht, weil ich ja auch ein bisschen neugierig bin. Mir hat Love to Share im letzten Jahr ebenfalls mega gut gefallen, war ein absolutes Jahreshighlight, steht auch hier im Highlight-Regal. Und ich bin so gespannt, ob die Autorin uns auch nochmal ein 2. Mal verzaubern kann. 2 Monate Sabbatical. Nach einer katastrophalen Präsentation im Job wird Lina eine Auszeit verordnet. Ausgerechnet Lina, die Tag und Nacht arbeitet, um ihre verstorbene Schwester nicht zu vermissen. Zuflucht findet sie bei ihrer Großmutter Eileen in Yorkshire. Eileen wünscht sich mit Ende 70 eine neue Liebe. Nur leider ist die Auswahl an interessanten Kandidaten in ihrem kleinen Dorf begrenzt. Die Lösung? Lina kommt auf dem Land zur Ruhe und Eileen stürzt sich in die Londoner Dating-Szene. Doch ist es wirklich so einfach, die Leben zu tauschen? Ach, ich finde, das klingt so berührend, so beherzt, so Momente, die zum Schmunzeln wahrscheinlich einladen und es klingt einfach so herzlich und ich kann mir das mega gut vorstellen. Natürlich kennt man diese Geschichte, dass 2 Leute ein Leben tauschen, ganz gut. Sehr gelungen ja auch bei dem Film Liebe braucht keine Ferien, den ich absolut liebe und den ich mindestens einmal im Jahr auch anschaue, wo man ja auch 2 ganz unterschiedliche Frauen hat, die ihr Leben tauschen. Aber dass hier die Enkelin mit ihrer Oma tauscht und eine 74-Jährige nach London geht, um da so ein bisschen aufzumischen, vielleicht tatsächlich nochmal die nächste Liebe in ihrem Leben zu finden und gleichzeitig die Enkelin aufs Land geht, um da zur Ruhe zu kommen, was wahrscheinlich auch irgendwie natürlich etwas Flirtiges irgendwie auf sich haben wird. Ich finde, es klingt super schön, es klingt nach einer Geschichte, die das Herz erwärmen kann und die uns dahin schmelzen lässt und es klingt eigentlich tatsächlich auch schon nach einem Highlight-Kandidat in diesem Jahr und ich freue mich mega darauf. Ich möchte es wahrscheinlich tatsächlich auch wieder hören, weil ich glaube, das könnte da auch wieder ganz gut funktionieren, vielleicht tatsächlich auch mit 2 unterschiedlichen Stimmen. Wer weiß, wenn es aus diesen Perspektiven geschrieben ist und ich bin mega, mega gespannt und freue mich jetzt auf den Juni. Und das letzte Buch in diesem Monat erscheint dann am 16. Juni von Nicolas Hotel. Und das Buch heißt It Was Always You und ist der Auftakt einer Dilogie, wenn ich mich recht erinnere, genau um die Blakely-Brüder Asher und Noah.
Und der zweite Teil erscheint dann schon im September. Das Besondere an dieser Bücherreihe ist, dass es 20 ganzseitige Handlettering-Seiten beinhaltet. Das war auch etwas, was mir oder wodurch mir das Buch aufgefallen ist, nämlich die Thematik Handlettering und dass die hier wirklich mal so in dem Fokus steht. Und ich finde auch eine Dialogie tatsächlich ganz schön, dass es keine zu lange Reihe ist, dass sie auch jetzt Juni, September ja, nah beieinander kommt. Ich finde das Cover mega. Und ja, dieser Satz, it was always you, erinnert mich tatsächlich ja sehr an Fluch der Karibik. Also wahrscheinlich, also es ist gar nicht das richtige Zitat, aber wenn am Ende irgendeines Teiles ja, unser William Turner seine Kiste mit dem Herz sozusagen, seine Elizabeth gibt und sagt dann irgendwie, es war schon immer deins, es gehörte schon immer dir. Und da hat mich dieser Satz tatsächlich direkt gekriegt. Ja, manchmal sind das Herleitungen, die wahrscheinlich niemand anders versteht, aber... Ich freue mich sehr auf die Blakely-Brüder und ja, bin gespannt, was Nicola Hotel hier zaubert, denn der Klappentext ja, klingt auch schon richtig schön. Sie wollte niemals zurückkehren, er wollte sie nie gehen lassen. 4 Jahre ist es her, dass Ivy alles verlor. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter hat ihr Stiefvater sie ins Internat abgeschoben, weil sie sich ständig mit ihrem Stiefbruder Escher stritt. Doch in diesem Sommer will ihr Stiefvater sie plötzlich unbedingt sehen und ruft sie zurück nach Hause, auf eine Insel an der Küste von New Hampshire. Dort trifft sie auch Escher wieder. Immer noch unausstehlich, immer noch kompliziert und immer noch viel zu gut aussehend. Verdammt! Das Wiedersehen setzt ihr viel mehr zu, als sie erwartet hätte. Doch als Ivy erfährt, warum sie zurückkehren sollte, droht ihre Welt vollkommen auseinanderzubrechen. Super spannend, finde ich, dass es im Grunde eine Brüderreihe ist. Wir aber hier ja tatsächlich eigentlich schon irgendwas von der Stiefschwester erfahren. Der zweite Bruder gefühlt noch gar nicht in dem Klappentext vorhanden ist, ist er am Ende der Grund, also der Noah sozusagen, der ja, ja im Grunde als Blakely-Bruder für den zweiten Teil hier schon drin steht. Ja, was hat es hier irgendwie auf sich? Welches Geheimnis ist das? Und ja, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Liebesgeschichten, die irgendwie unter Stiefschwestern stattfinden. Ich glaube, das war wirklich nur cool bei Eiskalte Engel, aber das ist ja auch schon 20 Jahre her. Sonst kann ich, ja, ich möchte mir das gefühlt auch überhaupt gar nicht vorstellen, nicht, dass ich einen Stiefbruder hätte, aber ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen und will es mir tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Aber ich finde, die Geschichte klingt auch irgendwie wieder so herzig und perfekt für ein Wochenende mit Sonnenschein im Garten. Ganz spannend finde ich, dass wir jetzt schon wieder in Yorkshire sind. Ach nein, das andere war Yorkshire und jetzt sind wir in New Hampshire. Naja, es klingt alles sehr ähnlich, aber ja, ich freue mich mega auf dieses Buch. Das könnte tatsächlich auch ein Kandidat für eine haptische Ausgabe sein, weil gerade das Handlettering ich super spannend finde, womit ich mich ja gerade so ein bisschen beschäftige, aber wirklich so an den Anfängen stehe. Vielleicht ist das im Juni ja tatsächlich schon ein bisschen anders und ja, ich freue mich drauf und bin mega gespannt. Und das waren es jetzt auch schon, die 4 Bücher, die ich spannend finde im Juni. Schaut euch die Bücher gerne näher an, wenn ihr wollt. In der Infobox ist alles verlinkt und schreibt mir gerne, worauf ihr euch im Juni freut. Trifft eins der 4 Bücher oder gar auch mehr den Geschmack von euch, dann lasst mich das gerne wissen. Oder welche Buchtipps habt ihr? Habe ich irgendwas übersehen, vergessen? Muss ich irgendwas im Auge behalten? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.